Und da laufen sie wieder. Am Samstag wurde die umstrittene Stierhatz in der spanischen Stadt Pamplona fortgesetzt. Dabei kehrte ein Stier mitten im Lauf um und nahm einen der Männer, die mit den Tieren zur Stierkampfarena rannten, auf die Hörner. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht, soll sich aber in stabiler Verfassung befinden. 7 weitere Personen sollen bei dem Rennen leicht verletzt worden sein. Am Freitag, dem ersten Tag der Stierrennen, sollen 14 Menschen verletzt worden sein, 2 davon schwer. Die Stierrennen finden anlässlich des San Fermin-Fests statt. Sie ziehen jedes Jahr hunderttausende Besucher aus dem In- und Ausland an. Ein Rennen dauert durchschnittlich 3 bis 5 Minuten. Das 9-tägige Festival wurde von US-Literatur-Nobelpreisträger Ernest Hemingway mit seinem Roman Fiesta populär gemacht.